Nach dem kirchlichen Teil folgt nun der kurze weltliche. Ich bitte für den Herrn Landeshauptmann von Steiermark, unseren Landtagsabgeordneten Alois Handtut, um seine Grußworte. Hohe Geistlichkeit, meine lieben Ehrengäste, Herr Abgeordnetenkollege, meine lieben ukrainischen Freunde, meine lieben Kameraden. Ich habe heute die ehrende Aufgabe, unseren geschätzten Landeshauptmann Dr. Josef Kreiner hier zu vertreten. Ich darf seine Grüße überbringen. Nehmen Sie aber auch bitte meine persönlichen Grüße entgegen. Einige stellen die Frage, ob es sinnvoll ist, dass man nach 67 Jahren seit Ende des Ersten Weltkrieges und nach 40 Jahren nach Ende des Zweiten Weltkrieges an unsere Gefallenen gedenkt. Dass Kameraden sich hier auf einem neu angelegten Kriegerfriedhof treffen, aus diesem Ort, Umgebung und ukrainische Freunde aus aller Welt. Ich kann dazu sagen, es ist sinnvoll. Ein Volk, das seine Gefallenen, seine Verstorbenen nicht ehrt, ist nicht wert, selbst zu leben. Wir, Kameraden, begegnen uns, um diese guten Tugenden hochzuhalten. Wir leben in einer Zeit, in einer gefährlichen Zeit, in einer Zeit der Eile des Hastens. Es wird sehr oft der Materialismus in den Mittelpunkt gestellt. Unsere Aufgabe ist es aber, dass wir unsere Mitmenschen, unseren Kameraden und die guten Tugenden in den Mittelpunkt stellen. Und wenn wir das tun und damit das erreichen, dann ist es sicherlich sinnvoll, dass wir uns hier begegnen. Wir wollen aber auch, meine lieben Kameraden, die Treue zur Heimat bekunden und an unsere Kameraden gedenken, die einst aus diesem Gebiet, aus Österreich, hinausgezogen sind, um als Soldat ihre Pflicht zu tun. Sie gaben ihr Höchstes, ihr Leben. Und diese Begegnung dient auch dem Frieden. Und unsere Aufgabe ist es, wo wir uns treffen, dass wir auch für den Frieden eintreten. Dankeschön. Die Gedenkrede hält nun Präsident Diplom-Ingenieur Otto Jauss. Hochwürdige Geistlichkeit, meine Herren Abgeordneten zu den gesetzgebenden Körperschaften, Herr Vizebürgermeister mit den Damen und Herren der Gemeindevertretung, meine Herren Präsidenten, liebe Männer und Frauen, liebe Jugend, liebe Freunde der ukrainischen Gemeinschaft. Eben waren wir Zeuge der kirchlichen Weihe dieses Soldatenfriedhofes. Hier ruhen 178 Gefallene des Zweiten Weltkrieges. Davon sind leider zwei Drittel der hier Ruhenden noch ohne Namen. In diesem Friedhof ruhen aber auch die sterblichen Überreste von vielen Kameraden der ehemaligen 1. ukrainischen Division, die mit uns für ihre Heimat und gegen den Bolschewismus gekämpft haben. Als Präsident des Österreichischen Schwarzen Kreuzes, Kriegsgräberfürsorge, gilt mein besonderer Gruß und meine Anteilnahme den Angehörigen dieser hier liegenden Gefallenen, die zum Teil von sehr weit hierher gekommen sind. Weiters gilt auch ein besonderer Gruß
der starken Abordnung der 1. Ukrainischen Division, die zum Teil aus Übersee heute hierher in die Oststeiermark nach Trautmannsdorf gekommen sind, um ihren Kameraden die Ehre zu erweisen. Mit Ihnen allen und mit den Angehörigen der Ukrainer fühlen wir uns besonders in dieser Stunde verbunden. Einschließend dieses Mitgefühl möchte ich aber auch jene Angehörigen, die infolge ihrer beeinträchtigten Gesundheit, ihres hohen Alters oder durch die Teilung Deutschlands nicht unter uns sein können. So wie ein Volk seine Toten ehrt, so offenbart sich seine Seele dir. Dieses alte chinesische Sprichwort möchte ich heute meinen Ausführungen voranstellen. Als nach dem Ersten Weltkrieg und Soldaten nach zermarternder Ausdauer von den Fronten und aus den Kriegsgefangenenlagern zurückkehrten, mussten sie ihre Existenz oft unter größten Schwierigkeiten aufbauen. Viele wurden in den Nachfolgestaaten eingegliedert und aus dem großen Österreich wurde ein kleines Land, an dessen Bestand niemand recht glauben wollte. Auch der Friede sollte nicht von langer Dauer sein. Die Söhne und Enkel der Männer, die die alten Reiche verteidigten, die am San, an der Marne, am Isonzo, in den Masuren, in den Karpaten und bei Verdun bluteten, wurden im Jahre 1939 und nachher zu den Waffen gerufen und erfüllten unter geänderten Verhältnissen ebenso ihre Soldatenpflicht wie einstens ihre Väter und Großväter. Hier auf heimatlichem Boden haben diese ihr liegenden Gefallen noch in der Apriltage 1945, also einen Zeitpunkt, wo der Krieg bereits längst verloren war, ihr Ende gefunden. Es ist unmöglich, die Leiden und Strapazen zu beschreiben, denen diese Gefallenen ausgesetzt waren, ehe sie nach jahrelangen Dulden fielen. Die Spuren des Krieges haben sich äußerlich seit 1945 verwischt. Und doch die hier Ruhenden blieben als Zeugen, die auch in ferner Zukunft den kommenden Generationen vom Soldatentod und Sterben künden werden. Die Gefallenen, deren wir hier stellvertretend aller Kriegstoten gedenken, waren Menschen wie wir, mit Schwächen und Fehlern. Die, die hier ruhen, wussten nichts von der hohen Politik. Sie fochten, litten und starben zu allen Zeiten, wie das Gesetz es befahl. Als buchstäblich letztes Aufgebot sind diese Männer hier zugrunde gegangen. Zugleich wollen wir uns auch heute in dieser feierlichen Stunde der 380.000 gefallenen vermissten Österreicher, inbegriffen der Heimatsöhne dieses Raumes, die in allen Ländern Europas, in Afrika und in allen Weltmeeren ruhen, erinnern. So gedenken wir auch der um ein Vielfaches größere Zahl der Verwundeten und besonders jener Kriegsversehrten, die einen dauernden Schaden an Leib und Geist davongetragen haben. Nicht nur an den Fronten sind die Menschen zugrunde gegangen. Wir haben auch hunderttausende Opfer des furchtbaren Luftterrors, Millionen Opfer der Vertreibung und der Flucht, sowie Opfer der Gewaltherrschaft, alle ohne Rücksicht auf ihre Nationalität und Konfession. So wie der Soldat im Krieg, der seine Pflicht erfüllte, ohne den Hass zu kennen, bietet er auch heute den einstigen Gegner die Hand zur Versöhnung, die getragen sein muss von gegenseitiger Achtung, Toleranz und von der Anerkennung der Ehre und der natürlichen Rechte jedes Volkes. Wir Österreicher, die wir dem westlichen Kulturkreis angehören, erkennen die Sorge für die auf unserem Territorium gelegenen Soldatengräber als eine Ehrensache. Für das Österreich-Schwarze Kreuz ist es belanglos, ob die Wiege des Kriegstoten an der Donau, am Rhein, an der Seen, an der Wolga,
an der Weichsel oder am Tiber stand. Der Tod löscht alle Gegnerschaft. So ruhen nicht selten Männer nebeneinander, die vor dem die Waffen gegeneinander richteten. So wie anderswo in Österreich hat auch hier in Trautmannsdorf die humanitäre Arbeit des Österreichischen Schwarzen Kreuzes und des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge eingesetzt. Ich möchte dir allen jenen Stellen und Persönlichkeiten danken, die den Bau dieses Friedhofs unterstützt haben. Ich danke dem Amte der steiermärkischen Landesregierung mit der hohen Beamtenschaft. Danken möchte ich der Gemeinde Trautmannsdorf mit ihrer Gemeindevertretung. Ein weiteres Dankeschön gilt dem Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge mit seinen Herren des Umbettungsdienstes und im Besonderen des Herrn, dem verantwortlichen Herrn des Pflegedienstes, Herrn Diplom-Kartenmeister Höschele, sowie ihren Mitarbeitern. Unser Dank gilt auch den beteiligten Firmen samt ihrer Belegschaft. Nicht zuletzt gilt mein Dank der Landesgeschäftsstelle Steiermark des Schwarzen Kreuzes unter Leitung seines Geschäftsführers, meines jahrzehntelangen Freundes Sepp Deutschler. Ich möchte aber auch nicht versäumen, allen Menschen in Stadt und Land zu danken, die die Kriegstoten noch nicht vergessen haben. Österreich steht heuer im Zeichen von Jubiläen. 40 Jahre Kriegsende und seit 40 Jahren gibt es wieder diesen Staat, die Republik Österreich. Und vor 30 Jahren haben wir dank einer klugen und geschickten Staatspolitik den Staatsvertrag und damit wieder die Selbstständigkeit und die endgültige Freiheit erhalten. In den Trümmern aus dem Zweiten Weltkrieg begann ein neues, demokratisch geprägtes Gemeinschaftsleben, das den Frieden suchte. Wir haben ehrlich und entschlossen eine Vergangenheit bewältigt, deren Auswirkungen aber zutiefst in unser Leben eingegriffen hatten. Der Krieg hat viele Wunden geschlagen und viele Ruinen hinterlassen. Auch Ruinen in den Seelen unseres Volkes. Hunderttausende Österreicher aller Weltanschauungen empfinden die pauschale Hetze gegen die gefallenen Soldaten des Zweiten Weltkrieges, wie sie vor einigen Tagen im Falle Bitburg ihren makabren Höhepunkt fand, als erschütternde Unmenschlichkeit. Jene jungen Menschen, die auf beiden Seiten in den Krieg zogen, ganz egal welchen Rock sie getragen haben und ihr Leben lassen mussten für Verbrechen der Staatspolitiker auf beiden Seiten verantwortlich zu machen, ist blanker Zynismus. Der Hass muss an den Gräbern Halt machen. Die gesamte Menschheit, ihre Sehnsucht nach Frieden wäre falsch beraten, wenn nun auch Soldatenfriedhöfe zum Tribunal umfunktioniert werden und als Medium zum Austoben mehr oder weniger gelenkter Hassorgien herhalten müssen. Lassen wir die Toten ruhen, geben wir dem Hass und der Unmenschlichkeit keine Chance. Nur so werden wir es verhindern können, dass das Verbrechen bis zum Untergang der Welt weiter ein Instrument der Weltpolitik und damit unabwendbares Schicksal der Menschheit bleiben wird. Die Gräber und die Kreuze sollen daher zum Frieden und zur Verständigung unter den Völkern mahnen. Versöhnung über den Gräbern. Dieser Leitsatz wurde vor über 30 Jahren von jungen Menschen während eines Einsatzes auf dem Soldatenfriedhof Lommel in Belgien geprägt. Er soll für uns alle auch in Zukunft richtungsweisend sein. Dies ist der Dreiklang des Bestrebens unserer beiden Vereinigungen der Kriegsgräberfürsorge Österreich Schwarzes Kreuz und Volksbund. Obsorge für die Opfer der Kriege, Fürsorge für die Hinterbliebenen und friedliches Miteinander in der Zukunft. Ich danke Ihnen. Jetzt erfolgen nun die Kranzniederlegungen. Wir bitten die Grenze hier raufzutragen. Wir legen sie hier in der Mitte auf, damit der Rausen nicht kaputt wird. Ich bitte die Grenze des Schwarzen Kreuzes, Volksbundes, Kameradschaftsbund, Traditionsverbände, Ukrainer, bitte hier raufzukommen und die Repräsentanten stellen sich dann
zum Kranz hin. Bitte hier. Bitte, haben wir Schwarzes Kreuz, Volksbund, Kameradschaftsbund, Traditionsverbände, ukrainische Verbände. Wir suchen mit dem Kreuz noch hierher. Ja, ist das nicht. Bleib das Ganze hab ich. Bevor die Dankworte eines ukrainischen Kameraden kommen, noch herzlichen Dank allen für die Teilnahme der Geistlichkeit, für den Feldsegen, den Schulkindern für ihre Gedichte, liebe Frau Direktor Butz. Herzlichen Dank dem Ukrainerchor, der uns sehr beeindruckt hat, unter der Leitung seines Kameraden Zenovi Lavrisin. Ich hoffe, das stimmt. Herzlichen Dank den Rednern, Abgeordneten Hamdot, Präsident Jaus. Herzlichen Dank für die Grenze und auch danke den ausführenden Firmen, insbesondere Firma Hamdot und Firma Amschel. Und ganz zuletzt, und das soll nicht der kleinste Dank sein, allen der Presse, die bei uns sind und insbesondere unseren Chefredakteur Andreas Reiter, der von Linz an der Donau zu uns gekommen ist. Und nun bitte das Schlusswort eines ukrainischen Kameraden mit dem Anschluss unserer Bundeshymne. Sehr geehrter Herr Präsident, Hohe Geistlichkeit, sehr verehrte Ehrengäste, liebe Kameraden, wir Ukrainer sind aus vielen Ländern der Welt hier gekommen, um unsere gefallenen Kameraden zum 40. Jahrestag des Kriegsendes zu besuchen und ihnen zu bekunden, dass wir sie, obwohl wir in alle Herrenländer verstreut sind, doch nicht vergessen haben. Es ist in dieser Gegend die einzige Möglichkeit, die Gräber ukrainische Soldaten zu besuchen. Nirgendwo sonst in der Welt wurde uns erlaubt, in ukrainischer Sprache oder Inschrift unserer Gefallenen zu gedenken. Diejenigen, die Macht haben in unserem Lande, haben alles bodengleich gemacht. Und deshalb sind diese Orte hier zu Wallfahrtsort für uns geworden. Wir möchten dem Lande Österreich, dem österreichischen Schwarzen Kreuze,
der Volksbund der Deutschen Kriegsgräberfürsorge unseren herzlichen Dank auszusprechen dafür, dass die Gräber unseren gefallenen Kameraden in Würde gepflegt gehalten werden, in Ehren gehalten werden. Wir sind hier im Kampfe für die Freiheit gestanden. Unsere Kameraden ließen hier dafür ihr Leben. Österreich hat diese Freiheit vor 30 Jahren erlangt. Die einfachen drei Worte, Österreich ist frei, die vor 30 Jahren und ein paar Tage verklungen sind, sind so gewichtig, dass wir Ukrainer uns wünschen, dass einst der Tag kommt, wo eine Abordnung aus Kiew hierher kommt und auch nur diese schlichten drei Worte, Ukraine ist frei, den Gefallenen hier verkünden dürfte. Gestatten Sie mir zwei Sätze in ukrainischer Sprache, in meiner Heimatsprache, noch an unseren ukrainischen Teilnehmer zu richten. Дорогі побратими, вельми шановні пані і панове, ми сповнили наш воячкий і побратимський обов'язок супроти наших побратимів, відвідали їх в 40-му річницю, ми лишилися вірні тій боротьбі, за яку вони віддали своє життя, і ми віримо, що прийде той день, коли делегація з вільного Києва і інших міст України прийде тут, зложить вінки і скаже їм: «Україна воскресла!» Das Ganze ab! Echt! Der offizielle Teil der Feier ist beendet. Nach einer kurzen Besichtigung des Friedhofes erfolgt der Rückmarsch und anschließend eine kurze Ehrung am Kirchplatz. Ich danke für die Teilnahme. Ich bitte die Kameraden vor dem Friedhof am Parkplatz in der gleichen Reihenfolge wie am Hermarsch anzutreten. Ich bin nicht mehr.
Das kann man nicht schreiben, so. Das kann була така шопа, а на долині село є Попендор, здається. Так, Попендор. І на тій горі стрибали москалів. Пізніше, як зробили нас, трапили гранатометів, Петьок і забили. Петьок забили, а двох тісно поранили. І пізніше цьохнулися назад. Unsere eigenen Russen erschießen, als wir die Deutschen, ja. Wie die gehaust haben, oh, ja. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Aber oft hat das der deutsche Soldat, die wohnen dann ein bisschen bei dir und so weiter, haben die Golfer sagen, naja, wissen Sie, vom Anfang, wir haben die Deutschen, die Griechen. Він говорив, що коли спочатку армія прийшла, військо німецьке, то все не сталося прихильно. Але пізніше, коли ззаду прийшли їхні урядовці і все, знаєш, то пізніше населення казало, що якщо, то краще нехай наші нас розстріляють русські, як мають нас розстрілювати німці. Так, у нас там. 14 Alles! Alles! Dann müssen wir sowieso in den Autobus hier da. Können wir nicht? Wir müssen miteinander gehen und reden. Ja, ja. Das ist ein Oberst, Zwick. Ja, er kennt mich schon. Er weiß genau, dass ich nicht Oberst bin. Nicht
schmettern mich ein. Ja, ja, aber ein bisschen was ist er so. Nicht? So halbstädig. Ja, wie weit bist du gewohnt jetzt? Major bin ich. Major. Ich hab noch viel Zeit. Ein Major ist es. Herr Major. Aber Oberst kommt noch. Ah, jetzt nein. Ja, ja. Diese Pani je privičik, hoče po rusesky horeti, po ukrajinsky horeti. Hoče se učeti po ukrajinsky i maje dumku, še se navčeti po ukrajinsky. I ľudze prekrasný čovjek. Ja znam. I hoče nas z nami bude deš kim tovarstvi i tak dalje. Jak je vam? I bude bahato za nas za Ukrajinu za raskadal. I bude ja. Visku raskadal, celovu visku. Як ми живемо, як ми хочемо робити. Треба бити тим, що з Англії, не тим, що з Німеччини. Ну, твоє воно, що дайне. Сіхнем авто. Ти хай ді авто. Хоп, що, де? А, хоп, краще. А, це хай швіре, то. Wir beginnen gleich, Präsident. Ja. Kameradschaftsbundes erhält der Gartenarchitekt Hans-Georg Höschele des Volksbundes in Kassel, der seit 7 Jahren in der Steiermark die Soldatenfriedhöfe mitgestaltet und dem Schwarzen Kreuz durch seine Mitarbeit des Volksbundes einige Millionen Schillinge erspart hat. Herr Präsident Eder, Hans-Georg Höschele. Yeah.
Das Ehrenkreuz erster Klasse des Schwarzen Kreuzes erhalten. Der langjährige, wenn ich so sagen darf, Zelebrant zahlreicher Feldmessen, auch in Oberitalien, Fogliano di Re di Puglia, unser Grazer Militärdekan der Reserve, Erich Goldner. Weiters ein altbekannter Mitzelebrant und Freund von Trautmannsdorf, unser Kamerad Monsignore Dr. Ostheim Czerowicz. Besonders für Ihre toten Kameraden hier auf österreichischem Boden tun, dürfen Sie bitten weiter um Unterstützung. Alles Gute, mein Herz und mein Forscher. Weiters der Vorsitzende der unserer Ukrainer in der Bundesrepublik, Roman Debritzky. Alles, alles danke. Danke Ihnen für Ihre Liebhaltung, dass Sie zusammenhalten, Ihre Kameraden, ja, dass Sie heute in der Zeit nicht so einfach ist, ja, und vor allem wünsche ich Ihnen viel Gesundheit. Ich glaube, das braucht man. Nochmal, ich darf Ihnen diese Miniaturkreuz anheften. Darf ich herzlich gratulieren. Darf ich Unser Freund in Großbritannien, Dr. Sviatomir M. Fostun. Darf Ihnen gleichzeitig diese Auszeichnung überreichen, das Schwarze Kreuz. Darf Ihnen danken für alles, für Ihre vorbildliche Kameradschaft innerhalb Ihrer Nationalität. Weiter alles Gute. Vielen Dank, herzlichen Glückwunsch. Unser Mitzelebrant und Erzpriester Baladi Trubletzki. Ich darf Ihnen gleichfalls diese Auszeichnung überreichen für das Schwarze Kreuz Österreich. Ich darf Ihnen danken für all Ihre Bemühungen am seelsorgerischen Gebiet. Alles Gute weiterhin. Unterstützen Sie die Arbeit weiter. Sorgen für Sie, für Ihre Kinder, für Ihre Glaubensbrüder weiterhin. Unser zweiter Vorsitzender in der Bundesrepublik, Wolodymyr Duschinski. Vielen Dank. Ich darf Sie weiterhin unterstützen. Alle Ihre Bemühungen und Unterstützungen danken gleichfalls. Ja. Alles Gute weiterhin. Viel Gesundheit. Herzlichen Glückwunsch. Bitte. Die Namen werden dann erst eingetragen. Weiter unser Kamerad über dem großen Ozean, Dr. Roman Draschniowski. Gleichzeitig diese Auszeichnung überreichen
tragen Sie es immer mit Erinnerung an uns, an uns Österreicher, an unser gemeinsames Schicksal. Ich wünsche Ihnen alles Gute, danke Ihnen für alles, mein herzlichen Glückwunsch. Das ist eine große Ehre für mich, für uns Österreich. Alles Schöne, alles Gute. Unserem jetzigen Obmann, Amtsrat Karl Lattner, Ratmannsdorf. Überreichen. Vielen Dank für all deine Mühwaltungen. Ich habe mir schon berichten lassen, ja, dass du immer dahinter bist. Gell? Bitte sei es weiterhin. Das ist meine Bitte und mein Wunsch. Ja. Herzlichen Glückwunsch. In den früheren Obmann, den Schwerin, Bezirksinspektor in Ruhe, Gottfried Dreisker. Ehrenzeichen am Bande, unser geistlicher Rat Josef Fuchs. Herr Pfarrer, vielen Dank für alles. Diese Auszeichnung weiter überreichen, dass Sie bitten uns weiterhin zu unterstützen. Für Gesundheit weiterhin. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Unsere Volksschuldirektorin, Frau Edeltraut Putz. Die Kinder sind da, sie kann nicht leid sein. Kameraden Johann Greiner und Rupert Fasch. Danke für alle deine Mithilfe. Bitte relativ junger Mann. Ja, noch jung bin ich. Noch viel leisten. Ja. Siehst du nun aus. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Was? Und noch zwei unserer Ukrainer-Freunde. Das Diplom reicht nicht, das kriegen Sie danach. Petro Kiszczuk, habe ich das richtig ausgedrückt? Und dem Chormeister des Ukrainer-Chors, Zenovi Laurisin. Laurisin. Ich glaube, die sind zu Konzert. Darf man das Abend beim Konzert ihm überreichen? Ja? Gibt es mit? Ja, danke. Vielen Dank für alles. Blumen kriegt er ja. Darf man diese Auszeichnung überreichen? Ich wünsche Ihnen eines, dass Sie die Kameradschaft so aufrechterhalten haben. Jetzt die 40 Jahre, die nächsten 40 Jahre. Ja, wir haben zum Vorbild der nachfolgenden Generation. Vielen Dank, herzlichen Glückwunsch. Es kommen noch einige Ukrainer Auszeichnungen und dann mit der Landeshymne der Abschluss. Bitte. Herr Präsident, verehrte Kameraden, auch wir haben vor 10 Jahren von unserer Bruderschaft 10 Abzeichen hier
an unsere Kameraden verliehen. Nach 10 Jahren haben wir einige Stücks wieder und möchten heute einige von euch mit diesen Urkunden und mit diesen Abzeichen unseren Dank sagen für all die Tätigkeit und die kameradische Verbundenheit, die uns seit diesen Jahren immer beisammen gehalten hat. So darf ich aufrufen, Präsident Diplom-Ingenieur Otto Jaus. Kommerzialrat Franz Eder, Präsident des österreichischen Kameradschaftsbundes. Oberleutnant der Reserve, Dr. Helmut Kreuzwitter. Darf ich Ihr unsere Abzeichen überreichen und wir danken für die kameradische Verbundenheit und auch künftige Zusammenarbeit. Hauptmann Walter Bendel. Darf ich auf unsere Abzeichen überreichen, mit herzlichen Dank verbunden für deine Mitarbeit mit unserem Verein. Jetzt und künftig auch weiter. Das ist alles gut. Und Kamerad Karl Lackner aus Trautmannsdorf. Jetzt haben die Kameraden aus Großbritannien auch einige ihrer Medaillen zu verleihen. Es ist an Herrn Präsidenten Jaus gedacht worden. Danke. Danke schön. Herr Präsident Teuschler, bitte. Nicht so viel. Und Herrn Hauptmann Bendel. Doppelt genäht, hält das. Herzlichen Dank den Ukrainern Vereins und bitte bei der nächsten Wallfahrt nach Trautmannsdorf uns vorher eine genaue Liste zu geben, wen wir noch zu ehren haben. Ist ungut, wir haben Diplome unbeschriftet, aber der Wille geht fürs Werk. Herzlichen Dank. Allen herzlichen Dank für die Teilnahme. Ich bitte anschließend
ins Gasthaus Schober. Es gibt dort genug Bier und ein Salongulasch, damit wir uns wieder auffrischen. Und ich bitte um die Landeshymne, Herr Bürgermeister. Zur Fahnenversorgung das ganze Hab, das ganze Recht, schau, Fahnenmarsch. Лишається 15 побратимів з Англії, 15 з Німеччини і всі з інших країн світу. І прошу тепер приділити з кожної країни, хто їде, а хто лишається. Чи ж я прочитаю?